Hey, alle Herzathleten und willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video mache ich mal ein neues Format und zwar reagiere ich heute auf den lieben Unge und der hat einen ADHS Real Talk rausgehauen. Und das ist natürlich für uns hier sehr interessant, uns das Ganze auch mal anzuschauen und ich werde einfach mal ein paar Sachen noch dazu sagen und ihr könnt natürlich auch gerne fleißig kommentieren. Viel Spaß bei diesem Video. Seit meiner Kindheit, deswegen finde ich das ganz interessant. Und wir schauen mal rein. Übrigens richtig cool, dass viele YouTube-Stars selbst ADHS haben, zum Beispiel auch KuchenTV, der hier auch kommentiert hat. Ich fühle das mit den Händen und er muss auch mit irgendetwas spielen, egal ob es jetzt ein Stift ist, eine Flasche oder sonst irgendwas. Und das ist einfach extrem interessant. Auch der, ich habe den Namen vergessen, dieser Typ von Open Mind, von dem habe ich mir auch immer so Drogen-Reviews angeschaut. Der hat auch ADHS und das ist einfach richtig geil! Mein Name ist Lotti. Mir wurde erst vor kurzem ADHS diagnostiziert, nachdem... Ach krass, ihr wurde erst vor kurzem ADHS diagnostiziert, als Erwachsene. Das war auch eher seltener, würde ich mal sagen, weil die meisten ADHS-Diagnosen finden schon im Kindesalter statt, durch eben die Schule, weil das Kind in der Schule zum Beispiel unruhig ist, whatever, whatever. Dass sie als erwachsene Person erst ADHS diagnostiziert bekommt, ist interessant. Ja, aber ich bin mal gespannt. Gar nicht so unüblich, denn bei Frauen ist das halt so, dass sie in der Schule kein bisschen auffallen. Denn bei Jungs ist es halt so zum Beispiel, die bewegen sich richtig krass, sie sind voll laut oder sind der Klassenclown, so wie das bei mir der Fall war. Oder die haben auch mal einen Wutausbruch. Aber bei Mädchen äußert sich das eher so, dass sie halt eher so verträumt sind oder auch still sind. Und dann fällt das einfach nicht so auf und deshalb werden die nicht diagnostiziert. Und deswegen wird wahrscheinlich auch in den meisten Fällen dann die Fehldiagnose Depression gestellt, obwohl das halt nichts damit zu tun hat. Das heißt, der Grund dafür ist, dass Mädchen halt eher so eingetrichtert bekommen haben, verhalte dich leise und so und mach nicht so einen Aufstand und deswegen haben die das eher so unterdrückt und deshalb erhalten die Diagnose halt auch viel später und erfahren das dann auch relativ spät und diese Fälle habe ich natürlich auch bei mir in den Coachings und das ist also keine Seltenheit. Jahrelang mit falschen Diagnosen gelebt habe. Heute setze ich mich für mehr Akzeptanz von psychischen Krankheiten ein. Hallo Lotti. Hallo. Tokio fragt. Dachte, du hast ADS? Nee, ich habe nicht ADS. ADS ist ja eher so, der Unterschied, grob gesagt, der Unterschied zwischen ADHS und ADHS ist einfach nur, dass ADS ist eher so ein verträumtes, du bist irgendwie abgelenkt von irgendwas und lässt dich ablenken und bist dann irgendwo anders. Und bei ADHS kommt noch die Hyperaktivität dazu. Das heißt, du bist zusätzlich noch hibbelig, aufgedreht. Und das hatte ich als Kind sehr, sehr krass. Es ist aber bei mir viel, viel besser geworden mit dem Alter. Ich bin immer noch oft so, dass ich merke, oh, mein ADHS kickt manchmal rein, aber so wie ihr mich jetzt seht und so wie ihr mich die letzten Jahre kennengelernt habt, ist kein Vergleich zu meiner Schulzeit oder vor allem meiner Grundschulzeit bis 5., 6., 7., 8. Klasse. Danach wurde es etwas besser. Aber gerade als ich jünger war, war mein ADHS sehr, sehr schlimm. Es hat mir meine Schullaufbahn zur Hölle gemacht. Und ja, ich war sehr, sehr, sehr hibbelig. Genau, das hat er richtig gut erklärt. Der einzige Unterschied zwischen ADHS und ADS ist eben das H. Das heißt, ADS-Menschen sind eher ruhig, in sich gekehrt und hypoaktiv. Das heißt, diese Hyperaktivität spielt sich in den Gedanken ab und das kann dann sein, dass du zum Beispiel nicht abschalten kannst. Und bei ADHS ist es halt so, dass du hyperaktiv bist, dich die ganze Zeit bewegen willst, Bewegungsdrang hast, anderen Leuten ins Wort fällst und auch mehr Impulsivität hast. Impulsivität kann sich zeigen, zum Beispiel, dass du viel mehr Risiko eingehst, ungeduldig bist, jetzt zum Beispiel beim Autofahren richtig wütend dann wirst, auch manchmal so Grenzen überschreitest, viel zu schnell fährst, einfach weil dir langweilig ist etc. Das heißt, das ist schon ein fundamentaler Unterschied und ich habe eher ADS, das heißt, diese hyperaktive Komponente ist bei mir nicht so stark vorhanden. Was ist ADHS? Also grob gesagt, ADHS ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das ist rein medizinisch gesehen haben wir Botenstoffe, das sind Neurotransmitter im Gehirn, die bei uns eben verändert sind. Da spielt vor allem Dopamin und Noradrenalin eine Rolle. Und wenn man das auf den Menschen sieht, dann haben wir große Probleme, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Wir haben Probleme. Ja, ich habe als Bitches für das stimmt. Ich merke das halt immer noch, dass ich immer mit irgendwas rumspielen muss. Immer. Also ich merke das halt immer noch, dass ich mit immer irgendwas rumspielen muss. Ich habe hier so Final Fantasy Knetbälle, ich habe hier meinen Fidget Spinner
Manchmal nehme ich einfach nur diesen Deckel von der Flasche und spiele damit rum. Aber irgendwas habe ich immer in meiner Hand und spiele damit rum. Irgendwas habe ich immer in meiner Hand. Das ist einfach. Aber es ist nicht mehr so, dass es mich jetzt beeinträchtigt in meinem Leben. Genau, bei mir ist das ähnlich. Zum Beispiel dieser Kugelschreiber, damit spiele ich immer gern rum. Und mit irgendeiner anderen Sache. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach so. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Und was habt ihr dann immer in der Hand? Mit was spielt ihr immer rum? Bei dem einen oder anderen eben das eine oder andere mehr eine Rolle, bei dem anderen weniger. Die Diagnostik ist relativ unterschiedlich, aber meistens wird es durch verschiedene Testbögen, Gespräche mit Familienmitgliedern, Grundschulzeugnisse und Gespräche mit dem entsprechenden Patient oder der Patientin diagnostiziert. Wuhan1908 möchte wissen, wie fühlt sich das an? Anstrengend. Ich glaube, anstrengend ist das richtige Wort. Ich bin immer unter Strom und irgendwie immer ein bisschen angespannt. Ich habe immer das Bedürfnis, mich zu bewegen, egal ob innerlich oder äußerlich. Habe ich gar nicht mehr. Also ich merke auch das ADHS überhaupt nicht. Also sie sagt jetzt, es fühlt sich anstrengend an. Wenn mich jemand fragen würde, wie fühlt sich ADHS an, dann würde ich es eher so beschreiben, keine Ahnung. Also für mich fühlt sich das ja normal an, weil ich kenne ja nicht den Unterschied. Ich weiß ja nicht, wie es ohne ADHS ist. Das heißt, ADHS fühlt sich für mich nicht anstrengend an, weil ich nie ohne ADHS gelebt habe. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob ADHS jetzt anstrengend ist oder so. Was ich aber manchmal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich oft unangenehme Situationen zu spät beende. Manchmal gerade wenn ich meine extrovertierten Phasen habe und umgeben bin von Leuten und dann kommt so ein bisschen dieser Clown raus, dann macht man halt so ein bisschen Späßchen und bla. Und manchmal übertreibt man halt so ein bisschen und man kennt manchmal seine Grenzen nicht so richtig. Dann macht man weiter und irgendwann denkt man so, unangenehm. Ich habe einfach irgendwie übertrieben oder ich hätte auch schon vorher meine Schnauze halten können, aber das ist schwierig, da seine Grenzen zu kennen oder seine Grenzen zu finden als ADHSler. Mir persönlich fällt das auf jeden Fall so auf, dass ich oft über die Grenzen schreite, bis andere Leute genervt sind. Und am Ende tut es mir dann leid, weil ich merke, also mir persönlich, für mich ist das gar nicht anstrengend, aber ich glaube, dass ADHS, mein ADHS für meine Mitmenschen oft anstrengend ist. Ich habe es gemerkt, in der Schulzeit war es sehr, sehr anstrengend für meine Mitschüler, nicht für mich. Und das ist das Problem bei meinem ADHS immer gewesen, dass ich oft andere Leute störe oder andere Leute gestört habe und zu spät wieder runterkomme. Man kann nicht einfach sagen, so jetzt ist Schluss, sondern man macht dann weiter mit irgendeiner Scheiße, mit Nerven oder mit irgendwelchen unlustigen Jokes oder irgendwas, whatever. Und das ist mein Problem. Fühle ich zu 100%, kann ich zu 100% unterschreiben. Das ist voll spannend, dass er sagt, für ihn ist das überhaupt nicht anstrengend, weil er kennt das ja nicht anders. Und was da helfen könnte oder eine coole Geschichte dazu, wenn man mal Medikamente nimmt und man hat ADHS, dann merkt man ja quasi, wie das ist, normal zu sein. Und dann gelingt es einem auch, das zu unterscheiden und überhaupt zu merken, okay, wie fühlen sich denn diese ganzen anderen Leute überhaupt? Und als ich das erstmal Medikamente genommen habe, hat sich das halt so angefühlt, als ob ich auf einmal so einen Tunnel vor mir habe und immer nur eine Sache sehe und wie ich auf einmal so komplett gelassen werde, als ob mein ganzer Körper so richtig schwer wird, aber ich hatte trotzdem richtig viel Energie und Motivation. Also ich war voller Energie, voller Konzentration, aber es war nicht so, dass diese Konzentration überall durch den ganzen Raum ging, sondern immer nur auf eine Sache und ich war energiegeladen, aber trotzdem so richtig tiefenentspannt. So als ob du zum Beispiel gekifft hast und, keine Ahnung, 10 Kaffees getrunken hast. So hat sich das ungefähr angefühlt. Und deswegen weiß ich jetzt auch, aha, so ist der Unterschied. So fühlen sich also die normalen Leute. Und als ich die Medikamente dann abgesetzt habe, dann hatte ich sozusagen das Gefühl, jetzt bin ich auf einer Droge. Das ADHS, also ohne irgendwas zu nehmen, das hat sich angefühlt wie eine Droge. Überall sehe ich voll viel Sachen, ich habe voll viel Energie etc. Und das ist auch ein cooler Vergleich, ein interessanter Vergleich. Das heißt, da ihr wahrscheinlich noch keine Medikamente genommen hat, weiß er nicht, wie das überhaupt ist. Und deswegen hat ihn das jetzt halt eher gestört, weil sein Umfeld dann halt negativ reagiert hat. Und ich weiß zu 1000%, was er damit meint, in diesen Jokes und Sachen dann halt einfach keine Grenze kennen. Das ist bei mir auch so. Bei mir gibt es nur weiß oder schwarz. Entweder ich übertreibe richtig, egal was ich mache, oder ich lasse es sein. Und das ist halt auch leider bei den negativen Dingen so. Als ich drogensüchtig war, habe ich dann natürlich auch übertrieben und immer eine Überdosis zum Beispiel genommen. Oder wenn ich Sport gemacht habe, muss ich da auch übertreiben. Da war dann 3 Stunden im Fitnessstudio. Aber auch wenn man, keine Ahnung, mal draußen war, alle anderen waren ein bisschen laut oder so, haben einen unlustigen Witz gemacht, dann habe ich den 10-mal gemacht, 100-mal gemacht und zum Beispiel so richtig laut dann rumgeschrien und dann plötzlich hat sich jeder gedacht, was ist mit dir los, wieso schreist du jetzt auf einmal so laut und war so richtig cringe einfach nur. Und das kann ich unterschreiben, schreibt mir in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Ihr könnt nicht Maß halten, es gibt nur 100% oder 0%. Wie geht deine Frau damit um? Also ich bin nicht verheiratet, aber meine Freundin
Für Partner ist es sehr schwer. Ich habe es jetzt in mehreren Beziehungen gemerkt, weil Sabine erträgt mich ja 24/7. Wir wohnen ja zusammen. Und da merke ich, dass ADHS schon häufiger, weil ich meine Freundin einfach öfters auf den Sack gehe. Aber nicht so wie in einer normalen Beziehung, sondern ich gehe meiner Freundin halt wirklich auf den Sack und bin halt wirklich auch anstrengend manchmal. Und das liegt unter anderem auch teilweise eben am ADHS, teilweise natürlich auch einfach an meinem Wesen. Klar, ich bin auch einfach ein nerviger Typ manchmal. Aber Sabine geht damit ganz gut um. Die weiß, wenn ich meine Phasen habe, dann weiß sie, wie damit umgeht. Aber es ist nicht so leicht. Sag ich mal so. Es ist manchmal nicht so leicht. Mhm. Kann ich auch bestätigen aus den Erfahrungen mit den Coaching-Teilnehmern. Die beschreiben das oft so, als ob die Freundin so die Mutter für sie ist, die dann alles machen muss, weil die halt zum Beispiel auch unselbstständig sind oder im Gespräch abschweifen, nicht zuhören. Und dann denkt die Partnerin halt, okay, der interessiert sich jetzt nicht für mich, aber eigentlich kann man ja nichts dafür, wenn man nicht zuhört. Und das sind einfach Themen, die häufig der Fall sind. Nie zur Ruhe kommen, auch am Wochenende beim Feierabend nicht. Ich bin immer irgendwie sehr unter Strom und das ist eben auch ein Teil der Fehldiagnosen gewesen, weil Borderline-PatientInnen eben auch oft unter Strom stehen und spannungsvoll sind. Die Aufmerksamkeit spielt bei mir natürlich auch eine große Rolle. Ich habe unglaublich große Probleme, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Das habe ich auch extrem tatsächlich. Sobald ich eine Sache habe, die ich wirklich sehr gerne mag, kann ich mich perfekt darauf konzentrieren. Aber sobald ich irgendwas tun muss, brauche ich Stunden, Tage, Wochen. Kann dir auch erklären, warum. Das liegt daran, dass du halt im Gehirn nur Dopamin ausschüttest, wenn du dich für etwas interessierst. Und wenn du Dopamin ausschüttest, dann kannst du dich sehr gut konzentrieren. Und das ist halt das Problem, wenn sich ADHSler für eine Sache nicht interessieren, können sie sich nicht konzentrieren. Das heißt, andere Leute sagen sich, okay, ich habe jetzt keinen Bock, diese Socken zu falten, aber ich konzentriere mich trotzdem da drauf. Und dann können die das auch. Bei uns ist es so, wenn uns was nicht interessiert, wenn wir keinen Bock dazu haben, schütten wir kein Dopamin aus. Und kein Dopamin heißt keine Konzentration. Und die nächste Sache, unser Wert ist halt die Freiheit. Viele ADHSler haben diesen Wert. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, jetzt gezwungen zu werden, etwas zu tun, dein Chef gibt dir zum Beispiel einen Befehl und du weißt, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, das hätte ich gerne ganz anders gemacht, das ist voll sinnlos jetzt, dann kannst du dich auch nicht so gut konzentrieren. Das heißt, erster Punkt, kein Interesse, kein Dopamin. Zweiter Punkt, wenn der Wert Freiheit verletzt wird, dann wird es schwer. Auch sehr, sehr heftig gewesen, wenn du selbst an Projektarbeiten schreibst, Hausarbeiten, Aufsätze und whatever zu Hause, ne? Es war sehr schwierig, sich dann zusammenzureißen und zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt nicht ablenken und ich konzentriere mich jetzt auf meine Arbeit. Das fällt schon Leuten ohne ADHS sehr schwierig, weil in unserer heutigen Zeit findet ihr durch alles Ablenkung. Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, whatever. Ihr werdet auch ständig abgelenkt durch Social Media. Aber glaubt mir, mit ADHS ist das Ganze, oder auch mit ADS, das ist auch genau das gleiche Problem mit der Aufmerksamkeitsspanne, nur dass du halt dann nicht diese Hyperaktivität mit drin hast. Es ist so schwierig, jede Ablenkung bringt dich wieder komplett raus und du suchst auch ständig Ablenkung, es ist sehr, sehr schwierig. Also das ist auch ein Problem, was ich habe. Genau, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich erinnere mich noch, als ich so eine Seminararbeit schreiben musste, habe ich bis zur letzten Deadline gewartet und die dann eine Nacht davor noch geschrieben und habe die ganze Nacht durchgemacht. Das war richtig anstrengend. Und wie er es auch gesagt hat, man sabotiert sich dann so ein bisschen selbst und denkt sich, ja, okay, jetzt räume ich erstmal vielleicht noch die Wohnung auf, bevor ich starte. Jetzt muss ich noch diese Stifte sortieren oder so. Und dann sabotiert man sich so lange oder findet so lange Ablenkungen, bis das dann zum Beispiel nachts ist. Und dann sagt man sich, ah, jetzt sehe ich schon 0 Uhr, jetzt habe ich ja keine Zeit mehr, jetzt muss ich leider ins Bett gehen zum Beispiel. Und das ist halt auch das Thema, dass du jetzt nicht nur von Social Media abgelenkt wirst, sondern vielleicht auch von deinen Gedanken oder da ist ein Schmetterling da draußen, dann schaust du auf diesen Schmetterling etc. Und das ist einfach ein Kampf. Und ich kann mich auch in die Schulzeit, da habe ich eigentlich nur schlechte Erinnerungen meistens, weil das halt einfach extrem anstrengend war. So auch wie beim lieben Unge. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal, sonst wird das Video hier viel zu lange. Wenn ihr vielleicht Bock auf einen Teil 2 habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr euch das Video gerne auch nochmal anschauen. Ich verlinke das in der Beschreibung. Und ich hoffe, der Unge erlaubt mir, darauf zu reagieren, sodass ich diese Klicks auf seinen Nacken abstauben kann. Wäre auf jeden Fall cool von dir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare. Alles Gute, dein Elias Münzel.